Na super, push du. Ich schwöre dir, wenn ich einen Bogen habe, ne? So, Freundchen, jetzt wird zurückgeschossen. Ja, das brauche ich auch. Toll, jetzt habe ich den da getroffen. Den Geisel nehmen ist unfair. Würde man sagen, ist mies gelaufen, aber ich habe den Infiziert nicht getötet. Wieso sind denn hier nur verschissene Creeper? Hey, komm mal her. Spiegel. Zumindest haben wir jetzt zweimal Redstone. Ach, Creeper Town. Eigentlich ist das nicht so meins. Auf den Bogen packen wir mal hier hin. So. Hallo, Wurm, ja. Ich kann eigentlich von Glück sprechen, dass Cobblestone so viel Explosionswiderstand hat, ey. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Hallo. Meinst du nicht mein Turtle? Weißt du, was noch viel krasser ist? Wenn ich den die Spawning Ground da lasse und es Nacht wird, dann krabbeln die Spinnen bis hier hoch. Das ist richtig eklig. Die denken sich so dann. Oh. Creeper Town, Creeper Town. Aber das hier ist nicht Creeper Town. Oder soll es zumindest nicht sein. Eigentlich müsste ich aus meinem Skyblock hier so eine riesen Fassade drum machen, dass das ein Luftschiff ist oder so, aber das würde ja so viel Ressourcen kosten. Du musst mir schon so einen persönlichen Sklaven hier anschaffen, der nur für mich Cobblestone prügelt. Aircraft? Nein.
Ja, wenn Johann der reisende Händler kommt, dann würde ja auch mehr Artenvielfalt. Nee, du nicht. Wenn du würdest, du mir sowieso nur den Boden oder den Füßen wegmachen. Kennt ihr ja. Hallo, hallo, Sie wünschen? Ja. Hoffentlich kommt da jetzt kein Skelett. Oh Gott. Sehe schon, das war eine ganz schlechte Idee. Zumindest wenn das Licht aus ist. Ich kann ja nichts dafür, ich könnte auch mit Holz bauen, aber Holz hat so wenig Explosionswiderstand. Mit Bambus brauchst du gar nicht erst anfangen zu bauen, weil Bambusblöcke sind so kostenspielig. Und so viel Erde habe ich gar nicht, dass ich so einen riesen Bambu-Wald bauen könnte, dass das reichen würde. Ich meine, klar, Bambus ist schon geil in der Hinsicht. Die freut sich über Schnee. Siehst du das? Die freut sich. Ja! Wuhu! Schnee! Guck mal, die springt immer noch. Wuhu! Also eine Spinne, die sich freut, oder der hat einfach nur kalte Beine. Aber 8 Stück davon. Ne? Selber schuld, ne? Verdammt. So. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Fläche hier. So, wie war das mit? Ich baue eine Bo Dorfbewohnerfläche. Freust du dich über Schnee? Ja, ich auch. Oh. Oh nein, ich habe seinen geheimen Fetisch entdeckt. Jetzt muss ich sterben. Nein! Eigentlich, das sind die Leuchtbären, ja? Mir davon ein paar nehme, könnte ich hier unten ein bisschen Beleuchtung schaffen. Da. Sind wir doch dahin hin. Hier da die Treppe. Da. Da. Sieht ein bisschen schäbig hier aus, aber hey. Das ist schon so, Kunde wird verteilen, end. Ja, komm. Das lassen wir jetzt wachsen und eventuell kriegen wir dann ein paar. Schmeckt nach Pfirsich. Keine Ahnung warum. Guck, da ist schon direkt wieder eine neue. Neue Spitzhacke wäre vielleicht auch nicht schlecht, wa?
Tja, es bleibt bei einer. Okay, Bamboo hätten wir jetzt schon eine Menge, aber... Und das Wood und ein bisschen Schnee. Schnee ist halt kacke, weil, keine Ahnung. Wollte gerade die Treppe nehmen, aber am besten nämlich doch diese Art und Weise zu reißen. Das Geile ist, wenn man jetzt hier lang geht, vorsichtig ist. Kann man da runter gucken. Hallo! Aber so klingt Bambus halt. Bauen Tempel! Jawoll! Bauen Tempel! Ja! Was soll ich da drin züchten? Was soll ich da drin opfern? Creeper oder was? Ein Bamboo-Tempel! Als hätte ich den Platz dafür! Okay. Theoretisch haben wir hier Platz. Okay, woran sieht man, dass hier nicht gut ausgeleuchtet ist? Da. Ja, Schnee ist. Ich weiß nicht mal, ob der hier schmilzt. Wenn er so hochgewachsen, hochgeschneit ist. Obwohl, wie wär's ein Bamboo-Tempel mit Schnee? Totaler Schwachsinn, aber... Erstmal brauchen wir eine Schneekiste. Der hilft nichts. Wie ich die Sticks denn da gerade wieder? Stimmt, das sind ja Wurfgeschosse, die kannst du nicht hochstacken. Geht das auch schneller? Ach, ernsthaft? Super. Tolle Funktion, ernsthaft. Gründe nicht mit Schnee zu bauen. Dauert ewig, bis man den ganzen Scheiß zusammengeklustert hat. Lava geht auf die Nerven, weil es unendlich sein werden kann. Und Schnee geht dann auch runter. So hat man ein Problem mit Wasser und mit Feuer. Super. Ist die Welt nicht wunderbar?
Da ist Johann. Und Johann, ich hab nach. Bist du so hässlich, dass du dich unsichtbar machst, bevor du vor mir trittst? Okay, Johann. Was bietest du mir denn? Er bietet halt alles Geile. Ne, das ist so richtig Schmerz. Das ist einfach nur Schmerz, dass Johann gerade die geilen Sachen dabei hat. Die Elemente, ja. Also wir haben eine Meeresgurke. Weizenkörner brauche ich nicht. Dass du selbst das hast, das will ich auch gerne haben. Ach, damit hätte man da aber auch unendlich machen können, aber egal. Und Fische. Überlebe oder sterbe. Super. Was ist das denn? Das setzt mich eher motivieren, statt in die Depression zu treiben. Ja. Wenigstens Johann hier, um mir ein bisschen moralischen Beistand zu leisten. Ne, auch wenn er sich unsichtbar macht. Oder und es ist wieder Monster Party, hörst du das? Wir können ja mal rein Sneak Peek machen. Und vorsichtig wegen den Spinnen. Hallo. Hallo. Hallo, keine Spinnen hier! Ich bin gerade zu viel zurückgenäht, ohne. Okay, wir haben entweder beide einen extrem hohen Dodge-Speed oder wir treffen uns einfach nicht. Das Timing passt auch nie? Och man. Ja, Hälfte habe ich schon gelesen, ja. Nur die Hälfte. Du weißt schon, dass 30% der Frames verloren gehen. Das heißt, ich müsste ziemlich abgehackt klingen, oder nicht? Okay, warum sind so viele Creeper da? Also das finde ich jetzt ein bisschen... Oh, guck mal, Licht! Okay, das ist... Abiball oder was ist hier los? Was zum Teufel? Ganz schlecht, ganz schlecht. Das wäre die Chance gewesen auf einen guten Drop. Aber ne, der Creeper explodiert ohne Grund, weil ich schon ewig aus Terrorradius raus war. Hochklettern? Nö, nur rein dekorativ. Mann, aber so eine riesige Menge an Zombies, das war eigentlich voll.
Was ist denn da gerade runtergefallen? Das war super schlau. Na, so kriegt man auch mal eine Schallplatte, ja? Fuck. Wow. Hör auf damit.